Fahrzustand die perfekte Höhe einstellen. Willkommen im Rennstall Esslingen, kann ich da nur sagen. Moin Leute, Zils am Apparat. Ich bin heute hier beim Rollout vom Rennstall Esslingen. Hier drüben sieht man schon ein Uraltfahrzeug, muss man schon sogar sagen. 2008, schon ein paar Jährchen alt. Und da drüben, da haben wir jetzt nochmal den Stallado 19, also von 2019, wenn ich jetzt richtig liege. Genau, ich habe schon gehört, so, es soll ein paar kleine, nice Feinheiten geben an dem Auto. Ich bin ultra gespannt, was es sein wird. Und genau, soweit jetzt erstmal von der Vormoderation. Ich bin gespannt, wenn wir sehen, wie das Auto enthüllt wird und nachher dann auch nochmal mit dem einen oder anderen über das Auto zu schwätzen, nochmal genauer in die Details reinzugehen. Also ich bin ultra gespannt, was wir machen und was wir sehen werden und genau, bis gleich. Also wie schafft man das, bitteschön, das hier alt aussehen zu lassen? Einfache Frage, indem man das rausbringt. Ey, ihr seid einfach krass. Ich würde jetzt sehr gerne noch da hinten hochgehen. Beziehungsweise hochgehen kann ich schon, aber da ist halt ultra viel los. Das heißt, da werde ich erst ein bisschen später dran kommen können. Aber ey, Rennstall, ihr seid ja mal völlig durchgedreht. Richtig krasse, die ihr da gebaut habt. Ich bin mal ultra gespannt auf das, was ihr jetzt noch alles beim Detail erklärt. Weil ihr habt schon in der Vorstellung vorhin gerade so viel Zeug erzählt. Ey, unglaublich. Da ist das Ding. Echt krass einfach. Herzlichen Glückwunsch zu dem Auto. Was habt ihr da für einen Brecher rausgebracht? Ey, ihr seid doch verrückt. Also, es ist doch... Also, schon mal vielen lieben Dank. Ja, das, wenn man das Auto jetzt tatsächlich vor sich stehen sieht, ist es wirklich atemberaubend. Also die Teamleistung, die dahinter steckt, ist schon massiv. Gerade wenn man überlegt, dass man so ein erfolgreiches Auto wie den Stallado 21 hatte. Ja. Und natürlich eigentlich in der Grundidee relativ wenig natürlich anfassen wollte, weil man weiß, es ist halt ein funktionierendes Auto. Wenn man es aber jetzt natürlich vergleicht, ja, die Autos doch ziemlich unterschiedlich sind. Ey, das ist so krass. Ich meine, wenn man sich das mal jetzt hier anschaut, wir haben jetzt hier einfach der Frontwing, dagegen sieht der Stallado 21 aus wie, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder so. Oder auch hier vom Radpackage und alles. Das ist so verrückt einfach, wie anders das ist, wie krass weiterentwickelt ihr das habt. Also das ist wirklich einfach grandios, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also ich kann mich da glaube ich nur wiederholen, aber geil einfach. Ja, also nochmal vielen lieben Dank. Ja, also wie gesagt, man hat sich dann schnell ergeben im Team,
was man machen will oder wo man Ideen hat. Mhm. Und dann haben sich die Leute logischerweise einfach reingekniet. Das, was halt Formula Student hier ausmacht. Ja. Und dann kam halt eins zum anderen. Und dann wurde plötzlich aus, wir machen sehr wenig, bis dann merken wir dann, irgendwann kam der Punkt, oh Mist, wir machen ja doch ziemlich viel. Wie du vorhin schon angesprochen hast, den neuen Frontflügel, das ist natürlich für mich als Aerodynamiker natürlich ein absolutes Highlight. Da kann ich nochmal als ganze Team nochmal aussprechen, die haben eine wirklich Top-Leistung gebracht. Das war wirklich ein Riesenstück harte Arbeit, den so auf die Beine zu stellen. Als nächstes geht es natürlich mit dem vorderen Radpaket weiter, der ist natürlich für den Hybrid schon mit konzipiert worden ist. Gerade mit der eigenen entwickelten Bremse, mit dem eigenen entwickelten Radpaket. Das ist halt auch komplett eigen. Wie gesagt, die neue Vorderachsfelge, die eben halt aus Carbon ist, die dementsprechend dazu passt. Aber was ich auch echt verrückt finde, hier ist einfach ein großes Nichts. Also genau. Da kommt ja euer Antriebsstrang noch rein. Richtig, genau. Das ist halt, wie gesagt, die Umbaumaßnahmen, um halt hier einen zusätzlichen Elektromotor unterzubringen. Und natürlich, wenn man jetzt natürlich das Auto, muss man sagen, leider verdeckt es eigentlich die Aerodynamik relativ viel. Weil wenn man sich das Heckmonocoque an, oder beziehungsweise eigentlich den Heckrahmen anguckt. Ja, wir können ja mal kurz hintergehen. Dann erkennt man, dass hier eine CFK-Struktur verwendet worden ist, um den normalen Stahlrohrrahmen halt zu ersetzen. Und das bringt halt nochmal einige Vorteile bezüglich der Nutzung der Kinematikpunkte, die Erhöhung der Steifigkeit und natürlich auch Gewichtsreduktion, die da hier mit dazu spielt. Ja. Ich glaube, da hat sich aber das Karosserieteam bei uns denkwürdig verewigt. Ja, Wahnsinn. Und ich meine auch, was man jetzt auch hier gerade sieht, nochmal mit diesem goldenen Anschluss quasi. Das ist, glaube ich, für eure Trockensumpfschmierung. Richtig, genau. Da habt ihr auch nochmal mega was angepackt. Genau, richtig. Also ist auch wieder ein bisschen angepasst worden für das Heckrahmenkonzept, den Trockensumpf wieder so zu integrieren, wieder so kleiner zu machen, mit eigenem entwickelten Öltank, wieder aus CFK gefertigt. Das Volumen hier zu reduzieren, um erstmal Gewicht zu sparen, um halt auch wieder das Package noch enger zu gestalten, um einfach auch weitere aerodynamische Vorteile nutzen zu können. Ja. Was ich auch noch hier gerade sehe, die Federdämpfereinheit, die sieht jetzt auch nicht gerade Serie aus. Nee, überhaupt nicht. Also gerade die Federdämpfereinheit ist ein absolutes Highlight bei uns am Auto. Durch die Active Ride-Height können wir halt in jedem Fahrzustand die perfekte Höhe einstellen. Willkommen im Rennstall Esslingen, kann ich da nur sagen. Sehr geil, ey. Aber ihr könnt euch auch feiern heute, das habt ihr sowas von verdient. Ja, tatsächlich. Die letzten Wochen und Tage waren natürlich ziemlich geprägt von wenig Schlaf. Ich glaube, jeder Formel Student Begeisterte weiß das natürlich, dass vom Roadout immer das ganz sich zuspitzt, die Arbeitintensität. Aber am Ende, nach so einem gelungenen Abend heute, einfach die Belohnung für wirklich Haufen harte Arbeit nochmal, wie gesagt, von meiner Seite nochmal danke ans ganze Team, weil im Prinzip das ist eine riesen Teamleistung, dieses Auto auf die Beine zu stellen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es wieder das Quäntchen Glück haben in der Saison, dass es gut läuft und wenn es wir wieder hoffentlich gut abschneiden. Wie gesagt, es ist kein Selbstläufer, aber wir versuchen natürlich alles. Ja, nee, also da wünsche ich euch auf jeden Fall auch viel Erfolg, weil ich meine, ihr habt so viel verändert an dem ganzen Auto. Also es ist ja praktisch ein komplett neues Auto eigentlich. Und, oder was habt ihr, habt ihr überhaupt was übernommen vom letzten Jahr? Ja, also wir haben schon Dinge vom Auto übernommen. Wir haben die Grundkonstruktion des Monocoques haben wir übernommen. Natürlich mit Anpassungsarbeiten auf dem neuen Heckrahmen natürlich. Auch die Kinematikpunkte an der Vorderachse haben wir dementsprechend übernommen, um das Konzept halt zu wiederholen, weil wir die Erfahrung wissen, das funktioniert einfach super, die Fahrbarkeit ist gut, die Rückmeldung der Fahrer ist dementsprechend gut. Mhm. Natürlich die Reifen sind wieder die bekannten Goodyear-Reifen. Mhm. Wir haben natürlich viel übernommen, auch die Aerodynamik sind auch wieder viele Übernahmeteile. Wir haben halt logischerweise dieses Jahr den Fokus auf den Frontflügel gelegt, wo wir uns wirklich, nicht, ich will nicht sagen, zu versuchen zu verewigen, aber wir wollten halt einfach einen drauflegen und wirklich zeigen, was möglich ist und wenn halt wirklich Leidenschaft für die Aerodynamik herrscht und
wollen halt dementsprechend so weitermachen. Ja, nee, also da habt ihr echt richtig krass was rausgehauen. Also, wie gesagt, ich kann echt nur sagen, meinen größten Respekt für das Auto. Und ja, ihr seid auch leichter geworden, habt ihr ja gesagt. Kannst du grob sagen, wie viel oder von wie viel auf wie viel ihr jetzt gekommen seid? Tatsächlich, die genaue Gewichtsrechnung haben wir noch nicht getan, beziehungsweise tatsächlich das Auto stand noch nicht auf der Waage. Okay. Allerdings kann man natürlich von einigen Kilos reden, die wir hoffentlich leichter geworden sind. Mhm. Natürlich ist im Fertigungsprozess natürlich Schwankungen mit dabei, die kennen wir jetzt natürlich nicht. Mhm. Aber natürlich allein durch die neuen Carbonfelgen konnten wir natürlich hier schon pro Rad über ein Kilo sparen. Und natürlich macht das Summe dann schon hier relativ viel aus. Genau. Und das hoffen wir natürlich, dass wir über die Saison hinweg diesen Vorteil nutzen können, mal noch mehr Performance aus dem Auto zu holen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ist erst der Anfang von einem langen Weg. Die Testphase, kennst du, kennt jeder von uns, begeisterte. Ja. Ist natürlich nochmal ein echtes hartes Stück Arbeit, um halt auch für die Events vorbereitet zu sein. Aber ich würde sagen, ich freue mich schon und das wird gut. Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen. Also Österreich bin ich am Start, Hockenheim bin ich auch wieder am Start. Und dann sehe ich auch mal den Unterschied quasi zwischen Hybrid und Nicht-Hybrid bei euch. Richtig. Und ich meine, das wird auf jeden Fall auch sehr spannend beim Testen, denke ich. Auf jeden Fall. Das Thema Hybrid ist natürlich ganz neu und ist noch so ein komplett unerforschtes Feld. Ja. Wir haben natürlich hier Ideen, die wir natürlich jetzt ausgeklügelt haben. Aber ob es am Ende funktioniert und wir wirklich Performance gewinnen, das werden wir natürlich erst bei den Testfahrten rausfinden. Ja, und natürlich auch die Zuverlässigkeit des Systems steht natürlich auch im Vordergrund. Deswegen werden wir mal sehen, was draus wird. Mhm. Die Leute, die das machen, die sind unheimlich motiviert, was natürlich ein neues Betätigungsfeld ist, weil es einfach viel mehr Spielmöglichkeiten in der Verbrennerklasse dadurch ermöglicht werden. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja, doch. Ich finde es auch vor allem cool, das Konzept mit dem Hybrid, wie ihr das an sich jetzt macht, halt mit der Vorderachse. Ich meine, gut, da habt ihr auch klar ein bisschen mehr Platz als an der Hinterachse. Aber ich meine, gerade wenn es um Performance geht, ich meine, zum Rekuperieren, zum Bremsen, kannst du da halt die meiste Energie abgreifen. Und die kannst du dann natürlich auch wieder loslassen, wenn du dann halt wieder zurück in den Motor reinsteckst, um dann halt an der Vorderachse nochmal mit anzugasen. Und, richtig, genau. Von daher ein super geiles Konzept eigentlich auch. Genau, im Prinzip war es auch die Idee, halt ein Allradfahrzeug zu bauen, also den E-Teams das auch gleich zu machen, um einfach auch die Vorteile von dem Torque Vectoring zu nutzen. Rekuperation, du hast es gerade angesprochen, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Aber wie gesagt, das Torque Vectoring und die positive Beeinflussung der Fahrdynamik steht natürlich da auch ganz klar im Vordergrund. Ja. Also ich meine, das ist halt auch, also da bin ich auch immer sehr gespannt, weil ich meine, ihr wart ja bisher schon gefühlt Stammgäste bei den Final Five oder wie auch immer in dem Endurance. Wenn ihr jetzt dann noch den Elektro mit dazu bekommt, da bin ich mal gespannt, wie schnell ihr dann werdet, weil ich meine, Potenzial ist ja unendlich viel drin gefühlt. Und ich meine, wenn ihr vorher schon arschschnell wart und jetzt, damit müsst ihr ja schneller werden. Wie gesagt, es ist ein neues System, wir müssen es erst erproben. Also wir glauben natürlich, dass es einen Vorteil bringt, weil sonst hätten wir es natürlich diesen wirklichen Aufwand nicht betrieben. Ja. Aber wie gesagt, die effektive Zeit wird natürlich die Stoppuhr auf der Rennstrecke erst entscheiden und dann sehen wir weiter. Ja. Aber es sind noch einige, ich kann zumindest mal so viel sagen, es sind noch einige Ideen im Hinterkopf, falls es nicht funktionieren sollte, woran es eventuell liegen könnte, wie man natürlich das System erweitern kann, um halt am Ende, wie gesagt, die größtmögliche Performance zu gewinnen. Also das ist für euch jetzt alle natürlich ganz interessant, ihr euch überlegt, mal nächstes Jahr vielleicht hier mitzumachen. Ihr hört schon, es gibt noch weitere Ideen, wie man den ganzen Spaß noch weiter verfeinern kann. Also wäre ich jetzt nicht irgendwie schon so Richtung Ende meines Studiums und an einer anderen Uni, dann würde ich hier mitmachen. Also weil es ist halt schon geil. Ja, man muss dazu sagen, der Zeitplan des Formula Student ist ja relativ eng mit einem Jahr. Und natürlich, wir bauen unser Fahrzeug selber, da geht natürlich auch Zeit verloren. Ja. Ist halt nicht verloren, aber die Zeit kann man nicht in neue Entwicklungen stecken. Deswegen ist es natürlich immer begrenzt, wie viel man dann wirklich ans Fahrzeug bringt. Ja. Deswegen gibt es immer wieder Ideen natürlich, wie man das im nächsten Jahr aufgreifen kann und besser machen kann. Und so wächst natürlich das Auto über die Jahre hinweg. Ja. Und ja, das ist halt logischerweise jetzt die nächste Ausbaustufe aus den Konzepten der vergangenen Jahre. Ja. Nee, also wie gesagt,
Ich bin mega gespannt, was ihr da jetzt macht. Also wenn ihr das Konzept jetzt erstmal richtig zuverlässig zum Laufen bekommt. Ich hoffe, das schafft ihr dieses Jahr schon. Bei so großen Änderungen ist es leider nicht immer gegeben, dass das im ersten Jahr schon funktioniert. Deswegen, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück, dass ihr das schafft. Und wie gesagt, wir sehen uns auf der Rennstrecke wieder spätestens. Ich hoffe es. Also, super nice. Freut mich, dass du einen schönen Abend bei uns hattest. Ja, hey, war super cool. Auch wie euer Prof, euer Faculty Advisor, wie der auch einfach drauf war. Wie cool der einfach den ganzen Rückblick gemacht hat und alles. Auch wie gerührt er auch war, als er von dir das Geschenk bekommen hat. Das war wirklich beeindruckend. Also wie gesagt, unser Faculty Advisor ist wirklich für uns eine wirklich lebende Legende. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ihn haben. Und er ist natürlich Teil des Erfolgs. Er ist Teammitglied Nummer 1 seit Stunde 0. Ja. Und wird es auch immer bleiben für uns, auch wenn er irgendwann mal leider in Rente gehen muss. Aber er trägt wirklich auch selber den Virus von den Studenten in sich. Ja, ja. Und das merkt man natürlich und steckt natürlich uns auch wieder damit an. Und ja. So geht das immer weiter bei uns. Das stimmt. Und Virus, das finde ich auch ein guter Stichpunkt. Letzten Endes, gegen diesen Virus gibt es keine Impfung. Da gibt es nichts. Wenn man einmal infiziert ist, dann ist man immer drauf. Ja, das ist wohl wahr. Also dieses Thema Motorsport oder generell ja vor mir tun und die Möglichkeit, was Eigenes umzusetzen, das ja, ist wirklich wie ein Virus. Da ist man infiziert von. Und es gibt Zeiten, wo man, glaube ich, überhaupt keinen Bock hat, weil vielleicht alles schief geht oder viel Arbeit und wenig Schlaf und man einfach hinwerfen möchte und denkt, warum mache ich nicht einfach irgendwas Normales oder 35-Stunden-Woche und irgendwas. Ja, und, ja. Aber am Ende, wenn man es mal kurze Zeit vielleicht sein lässt, dann kribbelt es wieder in den Fingern und dann kommt man wieder doch zurück. Ja, ist man wieder da drin und es lässt wirklich einen nie los. Nee, absolut nicht. Und selbst für mich, weißt du, ich bin jetzt durch mit Formula Student aktiv. Und aber im Kopf spinnt ja auch schon die ganze Zeit so rum, hey, mal auch ein eigenes Auto irgendwie entwickeln. Auch halt so Verbrenner hinten, Elektro vorne und irgendwie das Konzept mal irgendwie ausreizen, was geht und keine Ahnung, halt Dinge einfach machen, irgendwie, wo ich mal denke, wenn man sich Leute aus der Formulation herausnimmt, die halt alle irgendwie richtig fähig sind, was du dann für ein Auto auf die Straße bringen kannst, da denke ich mir so, dass da, ja, also man hört damit nie auf einfach. Richtig, genau. Ich hoffe, das wird auch nie enden. Ja, da gehe ich mal ganz stark von aus. Weil der Weg, Motorsport findet immer seine Wege, wie es immer weitergehen kann und genauso auch hier. Genau. Super, hey, vielen lieben Dank. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, und alles Gute. Mach's und gut. Bis zum nächsten Mal. Bis spätestens auf der Rennstrecke. Ja, oder vielleicht auch schon mal vorher beim Testen, je nachdem, wenn ihr mal... Ja, gucken wir mal, wie es läuft. Genau, schauen wir einfach mal, Termin machen wir nochmal aus und dann genau. Kriegen wir hin. Wunderbar, danke dir. Also, ciao. Ciao.